Am Mittwochabend findet das Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Women's Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München im Pariser Prinzenpark statt. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel reist die Mannschaft von Thomas Wörle vorsichtig optimistisch nach Frankreich. Wird eine ganz heiße Nummer, wir freuen uns drauf, aber das wird natürlich, da geht es um alles, da geht es um die Details, da musst du auf dem absolut höchsten Level agieren. Auf jeden Fall musst du von der mentalen Seite her einfach total fokussiert sein und trotzdem relativ entspannt. Ja, dass du dann nach Möglichkeit auch also mal, immer aufmerksam bleibst und die Dinge umsetzt, die du dir vornimmst. Aber ja, im Endeffekt ist es ein Spiel, wo du mit allem rechnen musst und deswegen immer eben kühlen Kopf bewahren musst und immer wieder auch daran glauben musst, dass du in dem Spiel alles regeln kannst. Und wir haben jetzt ein ordentliches Hinspielergebnis geliefert und jetzt muss man abwarten. Wir müssen vor allem sehr stabil spielen. Live verfolgen können die Bayern-Fans das Spiel auf Sport 1. Highlights gibt es zeitnah auf FC Bayern TV. Für die Mädels geht es morgen schon um alles. Die Herrenmannschaft hat dagegen noch ein paar Tage Zeit, bevor es im April in allen Wettbewerben Schlag auf Schlag geht. Heute kehrten zumindest schon einmal die deutschen Nationalspieler ins Training zurück, um mit der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel gegen Augsburg zu beginnen. Ich erwarte auf jeden Fall einen Gegner, der richtig gut dagegen hält. Ich finde, seitdem Manuel Baum der Trainer ist, spielen sie wieder einen wesentlich besseren Ball. Stehen natürlich noch richtig unten drin, das heißt, für die geht es auch um alles und so werden sie auch auftreten. Aber ja, wir haben ein Heimspiel, wir wollen einfach weiterhin im Rhythmus drin bleiben für alles, was dann noch kommt. Und deswegen werden wir da mit Sicherheit von Anfang an richtig aufs Gaspedal drücken. Während einige Nationalspieler wieder in München trainieren, trafen sich die Vertreter der europäischen Topclubs in Athen. Dort wurde beim Treffen der ECA über die schon beschlossene Champions-League-Reform für die Jahre 2018 bis 2021 gesprochen, sowie über die Folgejahre. ECA-Vorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sprach sich dabei für die nächsten Jahre gegen eine europäische Superliga aus und zeigte sich weiterhin davon überzeugt, dass die Reform die Champions League besser und emotionaler machen wird. Emotional wird es für den FC Bayern sicherlich schon in 2 Wochen in der Champions League beim Aufeinandertreffen mit Real Madrid und schon morgen für die Bayern-Frauen in Paris.